Nur damit hier keine Missverständnisse entstehen. Also diese Sachen werden benötigt für die Zeremonie, die Krönung des Königs. Und aus diesem Grund wird jetzt schwer verhandelt, was sowohl die Kopfbedeckung als auch die Kostümierung kosten soll. Kennt ihr das, wenn die Klamotten für Schützenfest gekauft werden oder für sonst irgendeine Festivität, Hochzeit oder dergleichen? Hier wird verhandelt, hier wird gefeilscht, hier wird angeprobt. Hier ist alles untergebracht in einem Rohbau. Spannend. Schön luftig. Merkt euch, wie mein Freund Julius aussieht. Morgen wird er ganz anders aussehen bei der Zeremonie. Ooh, ooh, ooh.